Hallo liebe Motorfans, herzlich willkommen hier zu einem neuen Motulator, wo wir wieder mal ein Minicomic besprechen wollen. Heute geht es um King of Castle Grayskull, eines der ersten Minicomics überhaupt. Natürlich im Stil von Alfredo Alcala und darüber wollen wir heute sprechen. Mit dabei ist unter anderem der Marco. Hi Marco. Hi Jens. Hallo alle da draußen, ja, die das dann zu gegebener Zeit sehen werden, schon wieder hier zu sein. Jo. Und mit dabei ist auch der Gunnar. Hallo Gunnar. Hallo Jens. Hallo Freunde. Schön, dass ich mal wieder hier sein muss. Darf. Ja, ja, natürlich muss. Also das dafür bezahlen wir dich ja auch fürstlich nicht. Genau. Fürstlich auch noch von mir nach Hallo ja. An Gunnar natürlich. Okay. Ja, Marco, schön, dass du mal wieder da bist. Ja. Super. Also, wir wollen heute zusammen über King of Castle Grayskull sprechen. Und das ist natürlich eines, wie schon gesagt, der frühesten Minicomics von Alfredo Alcala. Sehr beliebt bei den Motu-Fans und unter anderem auch bei Simon Soltau, der so einige von diesen Motiven hier raus sich dann genommen und in Bildform umgesetzt hat, in großartigen Gemälden, und auch darauf werden wir teilweise eingehen. Ach, jetzt hatte ich mir einen schönen Witz zurechtgelegt, dass das Cover ja von Simon Soltau inspiriert wurde und dann hast du es kaputt gemacht. Das geht ja gut los. Ja, so ein Mist, ey, aber das kann ich gut. Ja, vorher drüber reden müssen, ist in Ordnung. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Mist, verdammt nochmal. So, also worum geht's in dem Comic? Ist es eigentlich schnell erklärt? Skeletor holt sich die beiden Hälften des Zauberschwertes, die man natürlich auch beim Toy braucht, also bei Castle Grayskull. Und dann kann er tatsächlich in Castle Grayskull eindringen. Und das Ganze wird zu einer riesigen Werbeveranstaltung für Castle Grayskull. Die verschiedenen Features werden dort halt eben gezeigt. Das mit dem Drehstuhl und so weiter, mit dem Fahrstuhl. Und da gehen wir dann alles gleich noch einzeln drauf ein. Er wird dort quasi von Teela begrüßt, die ihn fälschlicherweise für den nächsten König von Grayskull hält, weil sein Schädel natürlich dem des Antlitzes der Burg ähnelt. Also ist es für sie eigentlich nur klar, dass das jetzt so der König von Castle Grayskull, der ja auch prophezeit ist, sein muss. Aber Skeletor offenbart ganz schnell, dass er doch eine ganz miese Type ist, denn er betätigt die Falltür und Teela ist gefangen. He-Man eilt dann zur Hilfe, nachdem er Merman besiegt hatte. Denn der hatte die eine Hälfte des Zauberschwertes, die unter der Behausung, die He-Man sich ja im ersten Minicomic gebaut hatte, dann verwahrt wurde. Das andere war dann in Avian. Und dort hat Skeletor sich die andere Hälfte geholt. Ja, und dann können Teela und He-Man zusammen gegen Skeletor bestehen und erhalten dann noch so ein klein bisschen Hilfe zum Schluss von Battle Cat. Das war die Story im Grunde, plus natürlich noch vom Geist von Grayskull am Ende die Prophezeiung. Da gehen wir dann auch gleich noch ein, wo er sagt, dass He-Man irgendwann der nächste König von Castle Grayskull sein wird, was ja nie geschah, aber ja, zumindest irgendwann in den nächsten Lines wird das irgendwann mit übernommen. Ja, Gunnar, weißt du zufälligerweise, bei welchen Figuren dieses Minicomic mit beilag? Zufälligerweise weiß ich das. Ich habe mir das hier zufälligerweise aufgeschrieben. Zufälligerweise. Gut, dass du fragst. Da war ich jetzt gar nicht drauf so vorbereitet, dass du so fragst. Aber habe ich natürlich... Nein, ich habe es hier aufgeschrieben. Das Minicomic lag bei Man-at-Arms, der, glaube ich, in der Story gar nicht vorkommt. Nein. Merman und Skeletor bei... Was ja eigentlich nur logisch ist, es ist ja das zweite Comic, also kann man He-Man das erste Comic und Skeletor das zweite Comic beilegen. Genau. Passt ja auch sehr gut.
denn alle drei kommen ja in dem Comic auch vor. Beziehungsweise Man-at-Arms nicht. Aber gut, ich glaube, es war eigentlich damals eigentlich so relativ egal, wo sie es beilegen, denn die Story betrifft ja sowieso eigentlich alle. Ja, wie gesagt, wir fangen mal an mit den ersten Seiten. Skeletor holt sich die beiden Hälften des Zauberschwertes. Marco, es ist ja so, die eine Hälfte ist in Avian, der höchste Punkt auf Eternia, und dann halt eben an, unter dem härtesten Fels, das halt eben die Behausung von He-Man ist. Ist ja einer der frühesten Minicomics, so weit zurück, wie es fast kaum nur geht. Ja, gefällt dir diese Art der Geschichte? Ich sag mal, nicht uninteressant. Klar, wir sind ja dann auch dann weit von entfernt von der Doppelidentität von Adam und He-Man, sondern He-Man ist einfach da und erlebt halt eben jetzt nicht irgendwie unter den anderen Masters, sondern eben so ein bisschen abseits. Ja, und das ist natürlich ja so nicht schlecht, dass er quasi ja, der Hüter der einen Schwerthälfte ist und Stratos dann quasi der Hüter der anderen. Und ja, wie leicht es Skeletor dann gelungen ist, überhaupt ja dann an beide Hälften zu kommen. Also, wenn du siehst, wie normalerweise irgendwie in den späteren Comics seine Pläne in der Regel zum Scheitern verurteilt sind und er eigentlich immer im Widerstand zu rechnen hat auf der Heroic-Seite, und das ging jetzt irgendwie so, ja, völlig unkompliziert. Richtig. Also das muss man wirklich sagen. Merman und Skeletor werden hier als richtig stark dargestellt, denn sie schaffen beide relativ leicht an diese beiden Schwerthälften zu kommen. Ist das denn bei dir, Gunnar? Ist das auch so vom Zeichenstil her genau das, was dich interessiert? Oder bist du mehr so Fan von den späteren Comics, die sich ja deutlich unterscheiden von Alfredo Alcala? Ja, das ist jetzt natürlich genau den richtigen, den du fragst. Wir, der Dan Brennus und ich, schreiben jetzt seit fast 12 Jahren diese Comics für die Grayscale Convention und wir halten uns strikt an diesen Stil. Natürlich nicht ganz von der Art her. Dan Brennus gibt seine Art dazu, ich gebe meine Art dazu. Aber ich habe schon so oft gesagt, ich habe meinen Softspot für diese ganz frühen, auch für diese barbarischen Geschichten. Man merkt halt, wo es herkommt. Ne? Wenn man sich ein bisschen mit der ganzen Geschichte auseinandersetzt, wie sich Fantasy und Science-Fiction-Literatur entwickelt hat, dann stehen sie hier also ganz klar auf den Schultern von Riesen. Wenn man also Don Glut fragen würde, wer hat dich inspiriert, dann käme unter Garantie niemals ein Tolkien. Das ist, da steckt er ja gar nicht drin. Aber der würde ein Robert Howard würde drin sagen. Also er würde den Conan sofort sagen. Er würde Fritz Leiber würde er sagen mit Farfad und dem grauen Mausling. Und dieses postapokalyptische Eternia, was ja so ein bisschen angedeutet wird, was halt ne, eine kaputte Welt aufgrund eines Riesenkrieges ist, das ist ganz klar Jack Vance, der mit seiner langen Erde da dieses raufgebaut hat. Da sind auch die ganzen alten D&D-Sachen drauf basiert. Da ist im Grunde genommen basiert unsere Fantasy auf diesen ganzen Sachen und alle diese Sachen finden sich hier. Der Science-Fiction-Anteil ist ja in dieser Geschichte auch relativ niedrig gehalten und deswegen merkt man also da, wie sehr die Back to the Roots gehen. Ja, wie war die Frage? Ob das eher so, aber du hast es ja beantwortet. Es ist ja, es geht ja letztendlich, kurz gesagt, das ist genau meins. Also das war damals als Kind schon meins. Ich habe dieses Düstere geliebt, dieses wohlige Schaudern. Wenn man da so einige Moves sieht, gerade diese Geschichte, wenn dann ne, dieses Bild später kommt, wenn Skeletor die Falltür benutzt und man denkt sich als Kind, ach meine Güte, wie soll der denn da jemals wieder rauskommen? Das geht ja gar nicht. Das war schon damals so ein gewisses Prickeln und da kann ich mich heute noch sehr gut mit anfreunden, ja. Genau, diese Szene, die sprichst du natürlich auch. Genau. Ja, genau. Wie leger er da sitzt, einfach so mit, das interessiert den gar nicht. Ne? Für Chila bricht gerade eine Welt zusammen und für Skeletor ist es Dienstag. Das ist großartig. Aber er hätte natürlich auch
schnell merken können, dass er Thieler hier sehr gut hätte verarschen können. Denn sie hält ihn ja für den König. Wenn er jetzt quasi auf gut getan hätte, ja, hätte sie keinen Grund gehabt, an ihn zu zweifeln. Aber gut, er will sich auch nicht großartig mit ihr beschäftigen, sondern okay, er hat sie quasi, soweit es musste, dann im Dunkeln gelassen über seine wahre Identität. Und als er es dann nicht mehr brauchte, weg mit der Frau. Und dann zack, ab in den Kerker. Und das zeigt natürlich auch, wie skrupellos er ja einfach ist. Hier ein sehr ikonisches Bild natürlich da. Wobei man sagen muss, ein bisschen zu toymäßig, weil wir hier halt die andere Ebene sehen. Es sieht wirklich so aus, na, so, hier, na, das ist immer diese Spiegelverkehrte. Hier hast du die Leiter halt und hier oben siehst du die nächste Ebene von Castle Grayskull. Warum sollte da der Thronraum einfach offen sein? Ja, das ist halt, das ist genau das, was ich immer so denke, dass da war Eternia was vollkommen anderes, dieses, wollte ich gleich noch darauf zurück. Du hast gesagt, hier, das zweite Schwert ist in Avian. Wir hatten ja noch gar kein Avian. Ne? Stratos wohnt halt auf den Berggipfeln und schubst Steine runter. Ich weiß es nicht, was er da oben macht, aber ne, dieses Avian existiert ja noch gar nicht in seiner Art. Genauso mag ich halt, ne? Ja, das ist so, da ist Stratos Wohnzimmer. Da sitzt er gerade da. Und genau. Viel mehr hat er ja nicht. Er ist ja nicht der Herr von Avian. weiß ich nicht, welchen Titel er da jetzt gerade hatte. Hilf mir mal eben. Ist das schon der gefiederte Freund? Der Herr der Sonnenwinde? The Winged Enemy wird er hier genannt. Ja. Genau, ja. Der geflügelte Freund halt eben. Ja, oder, ne, also, der geflügelte Gegner halt. Ja. In Eternia's highest point is a mountaintop realm of my winged enemy. Also, ne, Ich finde das geil. Ich finde, das ist so, das ist wirklich so, das ist eine Geschichte, die wird so erzählt, auch wie sie ein Kind spielen könnte. Ne? Genau. Das ist auf der einen Seite hat das diese total tiefen, mystischen Geschichten, auf der anderen Seite ist das eine Kindergeschichte. Ja, und das ist Stratos, der wohnt auf dem höchsten, allerhöchsten Hügel. Und hier ist Skeletor, der ist der böseste aller Bösesten. Das ist, ne, die Geschichte könnte man so im Kinderzimmer nachspielen, mit dem, was da ist. Und Skeletor geht hier selber auch auf die Quest. Das ist schon sehr geil, dass er hier sich quasi Stratos stellt und es ist eigentlich fast alles nur Magie. Ich meine, er holt das Schwert hier mit seinem eigenen Schwert da heraus, das wir ja auch schon als Toy bekommen haben. Und man muss ganz ehrlich sagen, das hat schon was, dass hier so Technik so gar nicht irgendwie großartig vorkommt. Natürlich innerhalb von Castle Grayskull, klar, aber wir haben hier kein Fahrzeug mit dabei, kein Fluggerät, nichts ist hier. Und ja, also egal, welches Bild man hier nimmt, nur Battle Cat als Reittier ist mit dabei und halt eben klar in Castle Grayskull dann die Computerelemente, aber das war's. Also sehr, sehr düster. Ja, aber wenn du dir das Bild mit Merman mal anguckst, ja, da benutzt ja He-Man sein Kraftfeld. Er hat ja diesen Kraftfeldgenerator bekommen in der Episode vorher. Meinst du dieses hier? Ich meine das, wo Skeletor da steht und sich feiert. Also in dem Seite 41 in unserem Comic-Sammelordner. Ja, da schießt der Merman auf He-Man und er sagt dann, ne, you should have hurried back, I have had time to get into my force field garment. Also der 42 ist es, aber ja. Nee, einen davor. Ach, nee, 47, Entschuldigung. 47. Oh, 47, ja. 47, ja, genau, da. Ne, genau. Und da ist also dieser Kraftfeldgenerator, den dieser Harnisch ja dann wohl abgibt. Ne, aber das ist gut, da sind wir wieder dabei, was ich gerade gesagt habe, Kinder spielen, ne? Peng, peng, du bist tot. Nein, bin ich nicht, ich habe einen Kraftfeldgenerator. Das ist wieder genau das.
Und auch hier natürlich Merman, das kann man ja auch ruhig mal dann mit einbauen. Hier in Blau. Blau und Gold, was aber beim Toy nicht so war. Und ja gut, als Kinder haben wir uns darüber natürlich nie Gedanken gemacht. Und auch ein ganz anderes Aussehen, ne, wenn man hier so diese ganzen, dieses Gebämsel, was da so runterhängt, hier da bei ihm, das sieht natürlich komplett anders aus. Skeletor sieht schon dem Toy sehr, sehr ähnlich, obwohl er hier normale Füße hat. Er hat hier nur Stulpen, keine Stiefel. Ja, und He-Man sieht halt eben aus, wie wir ihn tatsächlich auch als Spielzeug kennen. Bis auf farblich ein bisschen was anderes, aber ansonsten hat man hier schon dementsprechend alles eingebaut. Ja, Merman sieht halt eben aus wie auf dem Cardback, ne? Und das ist der, der mir auch immer sehr gut gefallen hat, weil was ist das für eine geile Farbkombi, dieses helle Blau und dann dieses Goldene. Ich finde doch dieses Schwert so unglaublich geil. Deswegen finde ich gerade auch den Merman bei den Classics super, der ja in diesem ja, Doppelpack kam, zusammen, glaube ich, mit Aquaman. Genau. Ich weiß, ja. Ja, gehen wir ein bisschen weiter in der Geschichte, beziehungsweise Marco, der Stil ist, glaube ich, eher nicht so deiner. Also du findest ihn nicht scheiße, aber du findest ihn halt nicht am besten quasi, oder? Das ist richtig, hast du guten Erinnerungen, ja. Ich habe zwar immer meinen Hut vor Simon Soltau gezogen, der wirklich diesen Alcala-Stil sich ja zu eigen gemacht hat in seinen Gemälden und aus meiner Sicht nochmal ja, zu 100% veredelt hat, also wirklich seine Werke. Ja. Wenn ich sie mit den Originalvorlagen vergleiche, also vielleicht, also bin ich immer noch hellauf begeistert, aber tatsächlich konnte ich persönlich mit dem Alcala-Stil nie so richtig was anfangen. Also sprich, mir haben wirklich dann die Zeichenstile von den späteren Minicomics mehr zugesagt. Wir haben ja hier auch teilweise Sachen mit drin, zum Beispiel haben wir hier Castle Grayskull, das natürlich auch ein bisschen anders gezeichnet wurde von Seite zu Seite, weil hier ist zum Beispiel der obere Teil hier nicht ganz so lang gezogen wie zum Beispiel auf der letzten Seite, wo Castle Grayskull auftaucht. Aber und es ist mehr, na, ich hasse diese Spiegelverkehrte. Ich kann das einfach nicht. Hier, genau, da. Mhm. Ne? Ja. Da sieht man, das sieht schon mehr noch aus wie die Konzeptzeichnung. Und das hat natürlich was. Das sieht einfach creepier aus als wie das Toy eigentlich. Finde ich zumindest. Zweifellos. Aber wer mich fragt, der weiß, dass ich ja so. Also mein Favorit ist ja wirklich das Filmation Grayskull. Also das ist halt das Design, was für mich über alles geht. Hm. Wie ist es bei dir, Gunnar? Auch eher Filmation Grayskull? Das ist schwierig, weil ich gehe ja immer so von der Story aus. Ich denke mir immer so, warum sieht die Burg so aus, wie sie aussieht? Ne? Irgendjemand, irgendetwas muss das ja sagen. Du kommst ja nicht auf die Idee, als mystische Kreatur sagen, so, ich mache jetzt den Borg als Schädel und dann gucke ich mal, was passiert. Sondern das muss ja irgendwo eine Bedeutung haben. Und da deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, war ich mit Castle Grayskull, das Design ist super, aber mit der Burg selber habe ich mich von vornherein immer gestoßen. Wenn es jetzt wirklich nur um dieses Design geht, würde ich tatsächlich fast dazu tendieren zu sagen, ja, dann lieber das Filmation Grayskull, was so ein bisschen geduckt da sitzt, weil das wirkt eher nach ein bisschen, es war schon immer da. Das wirkt sehr organisch, auch durch diese Steinsäulen, die ja quasi von außen zu wachsen scheinen, durch diese ganzen Drehungen. Es geht ganz natürlich raus und sieht so ein bisschen wie gewachsen aus. Da weiß ich nicht, das fügt sich dann zumindest ein bisschen mehr in das Bild ein. Mhm. Ja, und auch, genau, dann die Frage an euch beide, was haltet ihr denn von dieser Schwerthälftengeschichte?
die man sich da ausgedacht hat. Fang ruhig du an, Marco. Ja, schwierig. Klar, ich meine, das ist jetzt irgendwie so aus den Anfängen, also wie gesagt, es eben gehört jetzt nicht zu den ersten Comics, die ich als Kind gelesen hatte. Das heißt, also für mich gab es immer nur ein Schwert als Ganzes. Und dann bin ich eigentlich ja klar dann quasi bei 2000X nochmal mit so zwei Schwerthälften über das von Skeletor konfrontiert worden. Und ja, also die Idee an sich also finde ich nicht schlecht. Also, weil das macht nochmal, finde ich, das Power Sword zu was Besonderem. Weil du kannst es im Prinzip vor bösem Zugriff schützen, indem du halt eben die beiden Hälften, wie hier geschehen, halt eben voneinander trennst. Und das heißt, die eine Hälfte nützt ja jetzt einem Bösewicht nichts, wenn er es sich holen will, um die Macht zu ergreifen. Also das macht das Ganze eben nochmal zu einem ja besonders mächtigen und halt eben auch dann eher gesicherten Artefakt. Ja, ich habe ja, ich gehe jetzt nicht wirklich großartig drauf ein. Ich finde diese Idee eigentlich ziemlich Panne. Okay. Dass sich ein Schwert ausgerechnet an der schmalsten Seite dann teile. Aber ist in Ordnung, dass sie das dann tatsächlich auch so noch mit in die ganze Line übernommen haben und auch nie geändert. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil als Kind haben wir uns natürlich immer gefragt, was soll das überhaupt? Und auf die Geschichte muss ich auch sagen, ist es, man schränkt sich sehr ein. Denn in Castle Grayskull, ich meine, in dieser Geschichte hier, ist ja Teela sowas auch wie die Behüterin der Burg, ne, auch nur hier scheinbar. Und ja, im Grunde genommen ist ja das Gute da schon drin. Das heißt, irgendwie muss sie ja auch reingekommen sein. Sie wird ja nicht die ganze Zeit da drin gewesen und eingesperrt worden gewesen sein. Skeletor oder beziehungsweise das Böse muss ja irgendwie schon, damit das Ganze interessant bleibt, die Möglichkeit haben, in dieses Schloss reinzukommen. Und wenn es immer nur darauf hinausläuft, dass sie die Schwerthälften suchen müssen, wird schwierig. In den Hörspielen hat man sich da auch ein ganz, ganz riesengroßes Ei gelegt, indem man quasi Castle Grayskull für Skeletor beinahe unbetretbar gemacht hat. Nur in zwei oder drei Situationen, zum Beispiel die Schlange in Episode 20, die Rache des Schlangenfürsten, konnte das Burgtor geöffnet werden. Später kamen sie noch nicht einmal mit Laserschüssen durch, obwohl die Maulbrücke zum Beispiel offen war. Also das finde ich, da hat man sich schon ein bisschen eingeschränkt. Gunnar, du bist selber Schreiber und arbeitest ja momentan auch an den neuen Hörspielen, die ja bald kommen werden. Findest du, dass man sich da nicht auch irgendwo ein bisschen eingeschränkt hat? Es ist schwierig sozusagen, weil ein richtiges Konzept hatten die Leute ja gar nicht. Du sagst es ja selber, Castle Grayskull in den Hörspielen konnte immer das, was die Story gerade eben gebraucht hat. Mhm. Wenn also so eine bekloppte Schlange da nach Castle Grayskull reinklettern kann, warum kann das dann Webstore nicht mit seinem Seil? Klar, logisch, der ist gerade dabei und petzt bei He-Man, was alles los ist oder so. Aber nein, natürlich nicht. Das waren jetzt zwei Hörspiele, die ich zusammengeworfen habe. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn man die Schlange da reinschickt, dann kann man auch Webster reinschicken. Ist jetzt so. Oder Modulok, der sich ja eigentlich was war das? Die Folge 22 war das, glaube ich. Da, genau, das war Spider, die Monsterspinne. Ja. Da holen sie sich am Anfang den Drachen. Und der wird dann von Modulok festgehalten, der sich ja plötzlich durch den Boden heraus nach oben wühlt und den Drachen greift. Und Skeletor sagt, oh, dann sollten wir mal überlegen, ob du dich nicht auch in Castle Grayskull reinbuddeln kannst. Und war nie wieder erwähnt, nicht mal in der Folge. Klingt nach einem Meisterplan, aber... Ja, dann kickt das ADHS und dann ist wieder das Nächste da. Das ist ja jetzt, du kannst zum Glück auch keinen Vorwurf machen. Nein, Spaß beiseite, aber das ist ja genau das Gleiche wie hier. Ne?
man hat nicht so das Konzept gehabt, was kann das jetzt eigentlich alles, was muss man machen, um da rein zu können. Das ist ja alles ein bisschen durcheinander. Und das hat man ja auch nicht wirklich gebraucht, wenn ich jetzt mal so ehrlich bin. Man hat sich ja, wir sitzen jetzt hier 40 Jahre später und versuchen, Sinn in Geschichten reinzuhauen, die niemals Sinn ergeben sollten. Die sollten kurzweilig sein, die sollten ein bisschen wahnsinniges Chaos verbreiten und Spaß machen und zum Spielen anregen. Ich bleibe bei der These, dass diese ersten vier Geschichten, die sind wie ein spielendes Kind. Ja, du spielst da nicht, du stellst nicht Star Wars dahin und sagst, hier ist die Avian, hier ist meine Stadt, die hat so und so viele Einwohner und mein Steuersystem ist so und so ausgerichtet, sondern Stratos soll machen. Und genau das verbreiten diese Comics. Deswegen, nee, das schränkt sich nicht ein, einfach weil es gar keine Schranken gibt, weil dann habe ich das Zauberschwert, dann hat He-Man das Zauberschwert, dann hat Skeletor das Zauberschwert, dann haben beide das Zauberschwert. Und was passiert, wenn He-Man beide Schwerter hochhält und beide macht, ist doch egal. Ne? Ja, als Kinder ist einem das natürlich egal, ja, klar. Eben. Und wir geheimnissen da jetzt gerade so viel rein. Das hat die alle ja nicht interessiert. Das hat uns damals nicht interessiert. Und das hat die Geschichten nicht interessiert. Was soll ich jetzt dazu mehr sagen? Also, wenn man, lange Antwort, ja, das schränkt sich natürlich auf eine gewisse Art und Weise ein. Kurze Antwort, auch ja, aber das hat keinen interessiert. Ja, du sagst es selber, die Welt war jetzt wirklich nicht sonderlich groß, weil es existierte ja kein Königspalast, nichts. Es drehte sich darum, Castle Grayskull einzunehmen und damit dann der Meister des Universums zu werden. Und ja, die Geheimnisse dieser Burg einfach zu entdecken. Außerdem, es braucht aber auch nicht mehr, wenn ich jetzt mal so ein bisschen in deine Richtung gehe, dann ist es tatsächlich so, weil wir ja schon gesagt haben, das Ganze ist eine Werbeveranstaltung für die Burg. Nichts weiter. Also, weil wir sehen hier, das Feature Skeletor öffnet Castle Grayskull, die Maulbrücke, indem er das Schwert einfach in die Mauer rammt. Das ist ein Feature von dem Playset. Dann haben wir natürlich die Szene, die wir schon angesprochen haben, die Falltür. Ich meine, klar, das wurde jetzt hier alles eingebaut, um einfach das Ding zu bewerben. Wir sehen hier so ein paar Accessoires halt eben mit dabei. Na, komm. So. Hier den Thron und so weiter, den Computer und die Leiter natürlich. Das sind alles so Dinge, die wir natürlich bei Castle Grayskull mit dabei haben. Und das ist es, ja, hier den Computer, alles Elemente halt, die auch direkt im Toy dabei sind. Und das sollte es machen. Es sollte Castle Grayskull bewerben. Klar, die Figuren und so weiter natürlich auch, aber ja gut, in erster Linie, man kann sich des Eindrucks natürlich nicht erwehren. Aber gut, gehen wir mal weiter in der Geschichte. Ja, bitte. Nur ganz kurze Ergänzung, weil du jetzt ja erwähnt hattest, genau, wir sind ja die ganze Toyline hinweg ja mit dieser einen Schwerthälfte ja quasi belastet worden. Also für mich war das als Kind auch ein großes Manko, weil ich dachte, okay, dieses Schwert nicht vollständig. Da ich dieses Comic wohl als Kind also nie gelesen habe oder vielleicht nicht gründlich genug, ich weiß es nicht, also habe es jetzt ja quasi in Vorbereitung auf heute mir nochmal zu Gemüte geführt. Und ja, jetzt, wo du es erwähnt hast, da macht es natürlich Sinn. Ja, klar, das ist quasi die Hintergrundstory. Das Schwert der Macht ist teilbar. Gut, und jetzt hat man eben dann in der Toyline auch gesagt, jemand hat nur eine Schwerthälfte und Skeletor die andere. Ja, aber nee, also schön finde ich das auch nicht. Ja, also da lobe ich mal eben wirklich dann eben einmal den Filmation-Cartoon, die späteren Comics, wo das halt eben dann keine Rolle mehr spielt, dass es nur eben ein Schwert als Ganzes gab, was He-Man dann eben in den Händen hielt. Ja, ja gut, also ich habe jetzt gerade hier das Beastman-Schwert von Mondo mit dabei und ich denke mir einfach, wäre es so geteilt worden, so, ja, das hätte ich mir noch vorstellen können. Aber gerade hier, die schmalste Seite, das war halt eben irgendwie... Das war schon immer irgendwie komisch. Nee, klar. Das haben sie ja beim Keldor-Schwert 2000X besser hinbekommen.
Also, ich muss jetzt wirklich, also da, ich bin manchmal echt überrascht, was Leute sich als Kinder schon für Gedanken gemacht haben. Also ja, ne? Ohne irgendwas zu sagen, aber das ist so, jetzt mal abgesehen davon, wie willst du das Schwert, wenn du das so teilst, wieder zusammenstecken zu einem? Ne? Da musst du auf dieser ganz schmalen Seite diese kleinen Mini-Gussformen und eine kleine Nut und eine kleine, ne, abgesehen davon, dass das also wahrscheinlich in der Herstellung bei den Materialien und bei den Techniken damals schon schwierig wäre, ja, für so kleine Kinderhände ist das doch Gift. Ja, wenn ich die so zusammenstecke, läuft. Klar. Ich kann deiner Argumentation schon folgen, aber es gab ja zum Beispiel auch sowas wie Black Star, wo genau eben so die Art und Weise, wie ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, hat man es ja gemacht. Da gab es ja diese zwei Hälften, die halt eben an dem dicksten Punkt einfach auseinander waren. Hätte man, ich weiß nicht, ob man das damals hätte umsetzen können, ja? Es ist der zweite Punkt, um das eben noch abzuschließen. Ja, also ja. Was ich denke, dass es wirklich einfacher ist, das so zu produzieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass He-Man immer so günstig wie möglich produziert wurde. Ja. Ja. Bei aller Liebe, die wir für diese Line haben, Mattel hatte diese Line aus irgendeinem Grunde nie, hatte ich so das Gefühl. Die haben das als Cash-Cow genommen und als das Ding nicht mehr funktioniert hat, haben sie es fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ja, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn meine Kumpels und ich uns damals getroffen hatten und ein guter Freund von mir, der mächtige Hulk, Grüße gehen raus, der hatte das Skeletor-Schwert und ich hatte das He-Man-Schwert und dann haben wir da rausgefunden, das geht so, das war für uns so ein Moment, was passiert jetzt, was passiert, wenn diese Hälften zusammenkommen? Dann da hat das unsere Fantasie eher noch mehr angetriggert, als dass wir da saßen und sagten, schöner wird es, wenn die zusammen. Also, ne, kann verstehen, natürlich wäre ein ganzes wahrscheinlich schöner, aber so als Spielzeug, ich meine, man muss ja nicht damit spielen. Und ich meine, ne, korrigiert mich irgendwann, ich meine, dass spätestens als Battle Armor He-Man dazu kam, hatte er eine Zauberschwerthälfte, die hatte dann die weibliche Seite. Das heißt, man konnte also aus Battle Armors und aus He-Mans Schwert ein Ganzes machen. Das also will ich gleich. Das will ich mal eben recherchieren. Ja, aber ja. Ich meine tatsächlich, dass das spätestens da möglich war. Also, He-Man hatte ja mal die mit der Wölbung, ne? Der einen Hälfte, die diese Aussparung hatte. Und das andere versuche ich mal eben herauszufinden. Da Battle Armor He-Man, ist wirklich gut, dass PE endlich jetzt wieder da ist. Sieht man gerade leider nicht. Es wird immer nur die eine Hälfte gezeigt, die das ganze Schwert zeigen würde. Nee, aber ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das könnt ihr, liebe Zuschauer, gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, Gunnar hat da recht. Ja, schauen wir uns einfach mal an, wie sieht denn für euch die Story aus, als das Ganze in Castle Grayskull losgeht? Weil wir haben ja schon sehr viel, das sich da tut. Nicht nur, dass Teela sich hier entsprechend täuschen lässt. Sie ist quasi die Hüterin der Burg. Ist das für euch was, was für euch Sinn macht oder eher doch nicht? Und sie scheint ja auch am Ende Castle Grayskull zu verlassen. Hier. Und damit He-Man mitzugehen. Warum auch immer. Das ist natürlich auch eine merkwürdige Geschichte. Marco, was sagst du dazu? Ist das seltsam? Warum geht sie dann plötzlich? Ja. Also klar, wenn man jetzt irgendwie das Gesamtbild betrachtet, dann sage ich natürlich ganz klar, nee, für mich gibt es nur eine Hüterin von Grayskull, das ist die Sorceress. Also für mich war das dann schon eher ein bisschen befremdlich, wenn ich dann im Nachhinein das mit Teela so sehe. Aus damaliger Sicht, ja, war es vielleicht so eine nette Idee. Sie kriegt quasi halt eben gesagt, okay, hier, du bist jetzt so lange die Hüterin von Grayskull, bis der wahre König, der sich durch die beiden Schwerthälften zu erkennen gibt, halt eben erscheint. Das ist dann ein Skeletor. Sie denkt, er sei ihr neuer Meister und fragt sogar, wie kann ich dir dienen? Ja, und dann schaut er das eigentlich zu seinen Gunsten ausnutzt, wie du gesagt hast. Nee, will er sie sofort halt eben ja loswerden.
nicht unbedingt die geschickteste Entscheidung, denke ich. Ja. Aber kannst du quasi damit leben, dass so viel eigentlich hier an Werbung so mit drin ist? Ich meine, aus heutiger Sicht betrachtet, als Kind war mir das auch egal. Ja. Aber aus heutiger Sicht erkennst du natürlich sofort, was hier Tacheles ist, ne? Dass man hier nicht nur die Figuren in sich bewerben will, sondern ganz klar Castle Grayskull mit seinen Funktionen steht hier im Vordergrund. Würdest du sagen, wenn du es heute lesen würdest, ich weiß ja nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber wenn du es heute das erste Mal lesen würdest, einfallslos? Etwas, ja. Also ich sag mal, die Story ist ja schon recht schlicht gehalten. Ich meine, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, wie einfach es auf einmal Skeletor fällt, überhaupt, ich sag mal, das zu bekommen, wonach er strebt, ja. Also ich glaube, so schnell ist er nie wieder eigentlich an die Macht über Grayskull gelangt. Und He-Man hat sich ja auch zuerst schwer getan, ihm das dann wieder zu entreißen. Er ist ja dann genauso wie Teela im Kerker gelandet, hat das Bewusstsein verloren und konnte erst dann später sich ja wieder befreien und dann letztendlich die finale Schlacht gegen Skeletor gewinnen. Gunnar, die Sache ist ja, wenn man sich als Schreiber dahinsetzt, ja, also du sagst ja klar, so viel Gedanken hat man sich nicht gemacht, aber wenn ich jetzt so dieses Comic hier lese, fällt mir eines sofort auf, Skeletor weiß um Castle Grayskull. Er weiß um die zwei Hälften des Zauberschwerts. Er wird immer wieder versuchen, in die Burg einzudringen. Dass die beiden jetzt hier, He-Man, Teela und auch Battlecat natürlich, dass die einfach jetzt hier abhauen, dass die Burg da stehen lassen, wäre es nicht besser gewesen, man hätte ganz klar wie in den Hörspielen die auf Castle Grayskull dann wohnen lassen? Ja, aber nein. Du darfst ja auch die Seite vorher nicht außer Acht lassen. Da schickt ja der Geist von Castle Grayskull, ne? Der schickt die Schwerter sogar nicht nur weg, sondern in eine komplett andere Dimension. Was auch immer, ne? Dimensionen in dem Teil heißen, da müsste man eigentlich mal komplett eine ganze Sendung drüber machen, wie das so mit den Dimensionen ist, was Dimensionen bedeuten, was es damals hieß, was ist egal. In dem Fall ist Grayskull ja wohl anscheinend erstmal safe. Also irgendwie scheint das ja von dieser Art von Zugriff safe zu sein. Und dann sagt der Geist ja im Grunde genommen, jetzt geht mal raus und tragt den Kampf zu Skeletor. Ne? Wie gesagt, das hier, fight evil wherever you find it. Also, ne, bekämpft das Böse, wo immer ihr es findet. Er sagt nicht, wartet mal hier, bis das Böse herkommt, ne, sondern geht raus, sucht die Bösen und haut denen auf und moppen, wenn sie wieder böse Dinge tun. Sicher wäre das wahrscheinlich einfacher für sie einfach sich dahinzusetzen, wenn es nur um Grayskull gingen würde. Aber es scheint ja doch ein bisschen mehr zu sein auf dieser Welt als nur Castle Grayskull, dass man mit Bösen korrumpieren möchte. Genau, das ist, glaube ich, auch so diese Faszination zum Beispiel an Indiana Jones. Als Kind, ich mochte das. Das ist mir natürlich als Erwachsener erstmal bewusst geworden, dass ich das wirklich mag, diese Heldenreise, Welten zu entdecken. Wie sieht's da überhaupt aus? Was gibt es da überhaupt? Und deswegen finde ich die Hörspiele ja so unglaublich gut, dass es jedes Mal, fast jedes Mal, um irgendwelche magischen Artefakte ging. Die waren zwar auch immer völlig over the top, mussten sie ja auch irgendwo sein, aber das war einfach so das Interessante. Schade ist natürlich, dass man es nie wieder aufgegriffen hat. In den Hörspielen zum Beispiel hin und wieder mal, aber auch bei Filmation hier und dort gab es mal so Sachen, die vielleicht mal wieder auftauchten, aber sie haben ja nie wieder die Rolle gespielt. Zum Beispiel könnte ich ja bei den Hörspielen dahergehen und sagen, okay, sie haben jetzt das Zepter wieder in die Grotte zurückgebracht, beim Zepter der unendlichen Macht. Ja, aber dann holst du einfach wieder raus, die Sonne ist weg. Na? Macht keinen Sinn. Aber gut, also allgemein frage ich euch beide jetzt einfach mal, denken wir uns aus heutiger Sicht einfach vielleicht zu viel in Dinge rein, die damals einfach nicht bedacht wurden? Fang ruhig irgendeiner an.
Also ich sag mal so, klar, vielleicht sind wir jetzt als Fans ein bisschen zu anspruchsvoll, was so gewisse Logik angeht, aber andererseits hätte ich persönlich von so einem Geschichtenschreiber erwartet, dass er die gleichen Gedankengänge eigentlich dann hat, wie wir, und nicht einfach sagt, macht zwar keinen Sinn, aber die Kinder verstehen es eh nicht, also das heißt, drum, Hauptsache sind unterhalten. Da scheint ja irgendwie, habe ich das Gefühl, so halt das Motto damals gewesen zu sein, und da hätte ich halt persönlich einen anderen Anspruch gehabt. So hätte mir schon Gedanken gemacht, also okay, macht die Geschichte auch wirklich Sinn? Gibt es da irgendwo Widersprüche? Wenn ja, lösen wir die irgendwie auf oder nehmen wir sie halt eben hin? Und es wirkt halt eben aus der Erwachsenenperspektive so, es war entweder scheißegal oder man hat selbst wirklich nicht da so von hier nach da gedacht, als man das Ganze geschrieben hat. Mhm. Bin ich persönlich halt ein bisschen traurig. Gunnar, dieselbe Frage an dich. Ich würde es allerdings gerne noch damit ergänzen, an dem aktuellen Projekt, wo ihr dran seid. Ihr habt ja auf der Greyskull-Con schon gesagt und das letzte Mal, wo du bei uns warst und über die Hörspiele schon ein bisschen was verraten hast, dass ihr euch das Worldbuilding ganz genau zusammenstellt. Das scheint ja hier nicht so der Fall gewesen zu sein. Aus welchem Blickwinkel siehst du das in diesem Moment? Wäre das einfach zu viel gewesen, zu viel zu erwarten? Oder? Ich glaube, was wir hier haben, ist das Phänomen, dass das ja diese Comics, gerade diese ersten vier Alcala-Comics, wurden ja produziert, bevor He-Man überhaupt in die Läden gekommen ist. Ja, man hat das Ganze ja man hat das Ganze versucht, in einen gewissen Bau zu bringen, in einen gewissen Zusammensatz zu bringen. Wir sind ja auch noch ein ganzes Jahr davor, bevor Filmation angefangen hat, seine Sachen da reinzubringen. Wir sind wirklich da, dass Wir sind wieder bei diesem Punkt, dass Don Blatt und Alfredo Alcala einen Satz voll Spielzeuge dahingesetzt bekommen haben und sagen, so, jetzt mach was draus. Ne? Und vielleicht doch nicht einmal Spielzeuge, wenn wir uns die Zeichnungen jetzt hier drin angucken, die basieren ja teilweise noch auf den Konzeptzeichnungen von Mark Taylor zum Beispiel. Also Taylor ist ja hier keine Toy-Taylor, sondern die ist größtenteils auch wie Castle Grayskull hier auf der letzten Seite, das spricht ja deutlich, das ist ja Mark Taylor Sondershausen. Ja, hier ist es, das ja, also, was ich vorhin meinte, genau. Dieser hochgezogene Stil dann in dem Moment. Und dieser Totenschädel, der wie zu so einem Schrei verzogen ist, dass man richtig denkt, das spricht also durch auch diese Augenform, spricht da eine gewisse Pein, eine Qual aus diesem Gesicht, das ist Mark Taylor par excellence. Und daraus etwas zu machen, als Autor, wahrscheinlich noch unter Zeitdruck, wahrscheinlich noch mit relativ wenig Kohlen. Wir wissen ja alle, dass Don Glatt also danach so seine Reibereien mit Mattel hatte. die sind ja nicht im Guten auseinandergegangen. Soweit also tatsächlich, dass ich hatte ihn letztens gefragt, ob er nicht Bock hätte, mal so ein bisschen was hier für die Grayskull-Con zu machen. Und er sagt, ja, mit He-Man bin ich durch. Oh, schade. Ja, das ist, er war halt der Meinung, dass sein Einfluss nicht ordentlich gewürdigt wurde, weil halt er sehr viele Konzepte sich erdacht hat. Und er tauchte nirgendwo in den Credits auf und hat dann auch keine Vergütung mehr dafür bekommen, weil halt aus rechtlichen Gründen, was weiß ich auch immer, kenne ich mich nicht gut genug aus, um da jetzt ein Urteil fällen zu können, wie weit das stimmt, wie weit er recht hat, wie weit Mattel recht hat. Aber das sind halt Sachen, ne, du denkst dir was aus, du greifst auf Sachen zurück, die du kennst. Mhm. Ne, wie gesagt, du greifst auf Lore zurück, die man kennt, und du versuchst das Ganze möglichst unterhaltsam zusammenzubringen. Da Was mir jetzt gerade beim nochmaligen Lesen aufgefallen ist, dieses Comic erinnert so ein kleines bisschen auch an die Revolution-Serie von Kevin Smith jetzt. Ja. Der hat ja auch in 5 Folgen versucht, 26 Folgen unterzubringen mit dem
Resultat, dass du also ein gewaltiges Chaos hattest. Aber und gerade wenn mal eine emotional wichtige Szene dran war, hattest du gar keine Chance, die nachzuvollziehen, weil es kam direkt das nächste wieder davor gerasselt. Ja, und hier geht halt, Skeletor sagt sich, oh, Mystic Mountains. Ja, da ist das Ding. Genau, ich habe es mal rausgesucht. Ja. Das ist das Konzeptart. Also man sieht schon, dass das sich sehr verändert hatte. Aber es waren einfach noch Elemente halt eben mit dabei. Ja, okay. Das Feeling, ist halt voll drin geblieben. Mhm. Hier ist es ja genauso. Hier sagt Skeletor, oh, das Schwert ist in den Bergen. Und dann stiefelt er in die Berge und dann zimmert er dem Stratos ein paar auf die Kauleiste und dann packt er das Schwert und geht wieder weg. Das ist so, ist, ne, vorm Abendessen wieder in Grayskull. Mhm. Ist halt schnell und zügig. Schnell als zusammen. Wie gesagt, es erinnert, und ich kann es halt nur wiederholen, das ist wie ein Kind, das spielt, das halt durch die Gegend rennt, und Eternia ist ein Kinderzimmer. Und man darf ja auch nicht vergessen, das untermauert ja auch das, was du gesagt hast, dass sie tatsächlich unter Zeitdruck waren. Es gibt ja zwei wunderbare Dokumentationen, und eine ist zum Beispiel auf Netflix, kann man sich dort auch kostenlos angucken. The Toys That Made Us war das, und dann gibt es noch eine zweite, ich weiß gerade nicht, wie sie sie genannt haben. Reich mal nach. Jedenfalls wurde da natürlich auch gesagt, so, sie sind zu den Spielwarenhändlern gegangen und haben gesagt, hier beim Meeting, hier, das ist unser Konzept, ja, und woher sollen die Kinder wissen, was sie damit machen? Ja, haben wir das nicht erwähnt? Wir haben Minicomics. Okay. So reingeschmissen. Du meinst Power of Grayskull, The Definitive History of He-Man and the Masters of the Universe. Danke. Gibt es auf YouTube. Sehr, sehr gute Dokumentation. Ja, kann ich nur empfehlen. Hat Anthony DeLongis bei mir auf der Couch gesehen zum ersten Mal. Er sagt, oh, ich wurde dafür interviewt, habe es noch gar nicht gesehen. Da konnte ich sagen, hier, Anthony. Und dann sah er da. Aber ich will nicht angeben, wir schweifen ab. Nö, wieso? Es war ja so. Er war ja da vor 3-4 Jahren, glaube ich, war das. Nee, vor der Pandemie, ne? Ja, 19. Ja. Vor 19. Genau. Also vor 5 Jahren, ja. 4,5 Jahre. Ja. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Und das war ja halt eben die Geschichte, dass sie gesagt haben, so, da waren sie, glaube ich, auch noch nicht bei Toys R Us, der das damals schon führend war. Ich weiß jetzt nicht, mit wem noch, welchem spielbaren Einzelhändler. Auf jeden Fall sind sie dann auch nach Toys R Us gegangen und die haben gesagt, ja, Moment, klar, ihr habt Minicomics, ja, aber Kinder können nicht lesen in dem Alter. Und da haben sie gesagt, ach so, haben wir das nicht erwähnt? Wir haben ja auch eine Zeichentrickserie. Mhm. Also es war wirklich so peu à peu, so bam, einfach so reagieren und ja sicher, das haben wir ja alles geplant. Und dabei war ja nichts geplant. Das war ja schon wirklich fantastisch. Und sorry. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Nicht, dass sie komplett konzeptlos waren. Sie wussten wohl schon, in welche Richtung das gehen sollte. Aber es war halt eben, wie wir schon sagten, sehr einfach geplant. Ja, Marco, ja, gerne. Ja, genau. Marco, würdest du sagen, das ist eigentlich auch ganz gut, wenn so eine Geschichte für Kinder sehr, sehr einfach gehalten ist? Oder kann man doch ruhig mal auch komplexere Storys machen? Gut, ich glaube, das hat Gunnar ja schon mal gesagt in einem Stream, es gibt solche und solche Kinder. Wenn man nach der gaussischen Normalverteilung geht, ja, dann wirst du natürlich, ich sag mal, welche haben, okay, die sind vielleicht jetzt in dem Alter in der Lage, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Andere, die brauchen es eher dann ein bisschen schlichter halt eben. Ansonsten sind sie überfordert. Und man wollte wahrscheinlich halt eben schon, ja, eben klar eine breite Schicht an Zielgruppe halt eben jetzt dann eben bedienen und hat es deswegen halt eben mehr nicht zu kompliziert machen wollen von der Story her. Mhm. Ich meine, klar, kann man nachvollziehen, also weil es gibt nichts Frustrierendes, als wenn ein Kind dann vielleicht das beiseite schmeißt, weil es irgendwie nicht versteht, was es damit anfangen soll, ja. Wie halt eben jetzt 40 Jahre später eben, klar, wir analysieren es halt eben bis ins kleinste Detail und haben halt eben dann die Erwachsenenbrille auf und sagen sich, ja,
hätte man mehr draus machen können. Ja, definitiv. Es hat sich ja entwickelt und Filmation hat da ja seinen Stempel dann letzten Endes draufgedrückt und das ist ja auch die Welt, die wir heutzutage kennen, die auch unverändert bleibt. Hin und wieder wird dann Alcala mal aufgegriffen, zum Beispiel in diesem kurzlebigen Comic, in dieser Comicreihe, ich glaube von Dark Horse war das, wo sie durch die verschiedenen, durch das Multiversum dann gereist sind. Und da war ja Alcala dann auch kurz mal eben mit Thema. Da möchte ich aber jetzt noch einmal zu dem Thema spielen, also was Marco jetzt so gerade sagte, ne? Es gibt ja noch solche Kinder. Ja, gibt es. Und wir konnten damals auch schon Geschichten folgen. Das können die meisten Kinder, können auch Fortsetzungsgeschichten folgen. Sonst wäre es ja vollkommen sinnlos, Sachen wie diese Serie von Nils Holgersson, lief ja damals genau zu der Zeit, kann ich mich als Stäbchen daran erinnern, dass ich das geguckt habe. Und das war ja auch ein fortlaufendes Narrativ. Oder du hattest dann diese ganzen Animes damals, die keine Serials waren, wo du abgeschlossene Stories hattest, sondern auch so einen roten Faden, der da durchging. Das ging. Aber jetzt, wenn wir mal Filmation nehmen und nehmen wir die He-Man 21-Serie. Ihr wisst, ich mag sie wahnsinnig gern. Ich mag die auch. Die 3D-Serie und Filmation. Ja, Filmation hat immer wieder einzelne Geschichten und am Schluss ist der Status quo wiederhergestellt. Genau. Skeletor macht was, He-Man verwandelt sich und am Schluss ist der Status quo wiederhergestellt. Das hast du bei He-Man 21 nicht. Ja, die Story hat einen Anfang, die hat einen Höhepunkt, die hat ein wahnsinnig geiles Finale, aber dann ist diese Story soweit auserzählt und dann wird die nächste Story angeteasert. Dann geht's halt mit Hordak und der Horde weiter. Jetzt frage ich, welche Story würde euch mehr animieren, eigene Geschichten zu erfinden? Eine in sich geschlossene Geschichte, in der die im Grunde genommen keine Fragen offen lässt, in der du den Helden 24/7 verfolgst, oder eine Folge, in der theoretisch alles passieren kann? Kann ich dir kurz und knapp sagen, beides. Ich finde, dieses Konzept, sagen wir mal, ich hangel dich jetzt einfach mal an Star Trek entlang. Also Star Trek war ja damals auch immer so das Monster der Woche und die Folge war dann am Ende tatsächlich auch abgeschlossen. Das finde ich reizvoll. Man kann es ja auch später wieder aufgreifen. Das haben sie ja bei TNG dann auch gemacht. Aber auf der anderen Seite wiederum hat es natürlich auch seinen Reiz, eine in sich zusammengeschlossene Serie zu haben, wo der Plot einfach durchgehend ist. Problem bei der Geschichte ist, wir haben ja jetzt zum Beispiel Lost angefangen. Ich kann ja nicht einfach mittendrin anfangen. Oder genauso wie bei Breaking Bad oder so. Es würde keinen Sinn machen, weil ich müsste ja eigentlich alles gucken. Weil gut, ich kann mir natürlich sicher einfach eine Geschichte da raussuchen, eine Folge. Aber das ist ja nicht zu Ende erzählt am Ende. Und am Anfang auch nicht, weil mir einfach der Hintergrund fehlt. Deswegen würde ich sogar beides eher bevorzugen. Moment. Und deswegen ist zum Beispiel sowas, wie sie es bei Star Trek Enterprise gemacht haben. Da war ja die dritte Staffel, die war ja eine in sich zusammenhängende Geschichte. Und dann war sie vorbei. Oder Star Trek Discovery, da haben sie es ja auch gemacht. War nur nicht gut, aber war ja auch okay. Picard auch. So fände ich das eigentlich ganz, ganz reizvoll, dass man auch mal zwischendurch einfach mal reingucken kann. Ja, also ich bin ja auch quasi als Kind mit beiden Konzepten aufgewachsen. Also ich bin ja Next Generation Kind. Das waren ja eigentlich, bis auf einige Ausnahmen, in sich geschlossene Folgen. Haben mir gut gefallen, habe mich unterhalten gefühlt und gleichzeitig bin ich aber auch dann relativ früh über halt diese amerikanischen Seifenopern, Denver Clan, Dallas und Falcon Crest eigentlich ja dann zu der anderen Schiene halt eben gekommen, wo du halt eben wirklich ja dann also fortlaufenden Plot hattest. Die Serien waren in verschiedene Staffeln unterteilt und jedes Staffelfinale hatte auch einen Cliffhanger eigentlich ja dann, was dann einen heiß auf die nächste Staffel machen sollte, bis dann irgendwann die Serie zu Ende war, nach vielen, vielen Jahren.
Und von daher, also ganz klar, mein Favorit ist dann halt eher dieses mit dem sich fortsetzenden Plot. Also sprich, würde ich selbst Geschichten schreiben, wäre das halt eher dann das, also wo ich mich wahrscheinlich dann austoben würde, weil ich halt wüsste, okay, ich muss nicht alles jetzt in einer Episode runterbringen, sondern ich kann das Ganze ein bisschen strecken und dadurch halt eben auch dann manches ein bisschen auserzählen, weil ich weiß, okay, ich nehme jetzt mal eine Folge Zeit für diesen Charakter oder für diesen Teil der Story und kann dann in der folgenden Episode halt eben mich mit was anderem beschäftigen und trotzdem baut es aufeinander auf. Also finde ich persönlich auf jeden Fall ansprechender. Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt einfach mal sagen, widmen wir uns in unserem Abschluss, also in unserem Fazit dann doch noch so ein bisschen der Story. Wie gesagt, ist nicht viel. Skeletor wird natürlich am Ende besiegt. Wir haben gesagt, wir wollten uns noch ein bisschen auch auf die Gemälde von Simon Soltau dann beschränken. Wir haben noch einen Punkt. Ja, gerne. Noch mal kurz zur Sprache bringen. Wenn ihr in diesem wunderschönen Wälzer, ne, kann man ja ruhig noch mal zeigen, worüber wollen wir uns hier beschäftigen. Ne? Wir lesen alle in diesem Ding hier, das, meine Güte, so. Ne? Wenn ihr mal auf Seite 48 guckt, das Bild, in dem Skeletor He-Man auf dem Monitor betrachtet. Und mal den Text dazu lest, das ist eine ganz, ganz spannende Sache, die da noch so drin ist. Ein Konzept, was anklingt, was aber dann später verloren gegangen ist. Keine Ahnung, worauf beziehst du dich? King Skeletor, also, oder? Nein. Merman wird verdroschen, humpelt davon, um seine Wunden zu versorgen. He-Man zieht sich eine neue Rüstung an, die seine große Stärke noch weiter vergrößert. Ah, ja, okay. Jetzt. Das ist eines dieser Konzepte, die es nicht mehr geschafft haben, dass He-Man also verschiedene Rüstungen mit verschiedenen Sachen hat. Denn vorher hatten wir ja diese Geschichte, dass er diese Rüstung hatte, die ein Kraftfeld drin hat. Ja, mit der einen Rüstung blockt er dieses Schwert ab, hat es also quasi unverwundbar, dann kommt Battle Cat von der Seite und haut den Merman zusammen. Und dann geht jemand nach Hause, zieht sich um stärker zu sein. Und erst dann marschiert er zu Skeletor los. Der hatte also doch gar nicht so alle Kräfte gleichzeitig, sondern er musste immer das anziehen, was er gerade haben wollte. Kam jetzt aber auch so in der ersten Geschichte nicht vor. Weil dieses berühmt-berüchtigte Bild mit der Green Goddess, das ist natürlich so eine Sache, da hat sie nur einen Harnisch, den sie ihm gibt. Ja, das ist der, da sagst du aber, das ist das Ding, was deine Stärke, ne? Ja. This will add to your strengths. Genau. Use them wisely. Ganz genau. Es ist auch, wie gesagt, das ist ein Konzept, was damals da drin stand, was es aber dann nie weitergeschafft hat. Das ist ja das Schöne, das ist ja, was wir hier durch King of Castle Grayskull erleben, ist ja so eine Art Evolution, ne? Evolution in the Making. Wir haben sehr viele Konzepte, die drin sind und dann sehr viele Sachen, die dann später später weitergeführt werden. Sehr viele Ideen wurden angerissen und sind dann aber nicht weitergeführt worden. Und das ist ja das, was das Spannende dieser ersten vier Comics ausmacht. Dass man sieht, was ist da eigentlich übrig geblieben? Genau. So, dann gehen wir noch mal kurz eben auf Simon Soltau ein. Es gibt von ihm das Cover, das er neu gemacht hat. ich hoffe, ihr könnt mir da auch noch mal kurz eben helfen, weil mittlerweile sind das echt viele. Dann haben wir dieses hier, das er neu gemacht hat. Dieses hier, das rein zufälligerweise quasi auch gerade hier hängt, ne? Ne? Also die anderen Poster habe ich auch natürlich, aber die sind drüben im Studio. Ist das Original nicht von King of Castle Grayskull bei Marco gelandet? Hilf mir mal eben. Nein. Bei mir ist da so, das, also, wie soll ich sagen, das Boxart-Gemälde zu dem Con-Exclusive mit unsichtbaren Gnomen gelandet. Ah, okay. Ja.
Wer hat denn dann, wisst ihr das noch, wer das erste? Der hat doch dieses King of Castle Grayskull, war doch das erste, was er gemacht hat, oder? Das hat er versteigert damals bei der 13er Con. Ja, genau, das war 2013 auf der Con. Aber ich weiß auch irgendwie, ich stand da oben, ich habe doch zum ersten, zum zweiten, zum dritten gesagt, aber ich weiß nicht mehr, wer es bekommen hat. Dieses hier, das Cover? Ja, genau, oder? genau. Davon hat er sogar zwei gemacht, glaube ich. Genau, es gab dann später eine Variante und das allererste hat er damals versteigert. Schlag mich tot, ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, für einen Moment, der Marco sei es gewesen, aber. Nee, ich habe 2015 auf der Tombola ja gewonnen. Genau. Okay. Dann, wo ich mich jedes Mal vertue, aber er hat es, das hat er nicht gemacht, ist, ich komme immer darauf, warum auch immer, komme ich darauf, dass er das hier auch gemacht hat, aber das hat er nicht. Ja, das erinnert sehr stark an seinen King He-Man und dann ist ja dieses Merman-Bild, wenn sie da nach Castle Grayskull reinschleichen. Das hat beides so Elemente davon. Genau, das haben wir. Ja, ich suche gerade. So, hier, da sind wir natürlich bei einem wirklich starken Bild. Das hat er auch übernommen. Das hier. Genau. Er findet ja auch den Geist von Castle Grayskull, also wirklich einen Geist von Castle Grayskull. Sehr gut mit diesem Konzept. Nee, und ich glaube, das war's. Oder hat er da noch irgendwo. Habe ich eins übersehen? Ich habe auch gerade einmal kurz gesehen und. Also aus dem Comic waren das, glaube ich, genau diese, ja. Genau. Also ich hätte jetzt natürlich auch welche einblenden können, aber ich habe jetzt Simon nicht gefragt und deswegen lassen wir das gerade mal. Ja, das war's aus diesem Comic erstmal. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Fazit, würde ich sagen. So, wieder ein bisschen mehr in Position. Ja, Gunnar fängt mal an, dann kommt Marco und ihr könnt natürlich gerne noch viele Aspekte, was ihr jetzt so, vielleicht entwickelt sich auch noch ein kleines Gespräch, das ist ja nicht schlimm, könnt ihr jetzt gerne damit einbringen. Wie gesagt, Marco kommt danach, dann mache ich dann den Schluss und dann sind wir eigentlich auch durch. Also ich, wie gesagt, mag das Ding, ich für das, was es ist. Heute, vielleicht geheimnisse ich da ein bisschen viel rein, weil ich sage, das ist wie ein Kind, das spielen würde. Aber für mich ist das so, diese Atmosphäre, die verbreitet wird. Und das ist das, was bei mir ankommt, egal ob Alcala und Glatt das so wollten oder nicht. Das macht für mich einen großen Charme aus. Sehr viele, sehr schöne, sehr starke Bilder, wie jetzt gerade halt dieses letzte ein Bild, das halt He-Man und Teela den Abenteuern entgegenreiten. Auch zwei Seiten davor, wenn Skeletor da mit der Laserkanone auf die beiden loswämst, da ist also Power hinter, da ist sehr dynamische Zeichnungen. Ich mag die Texte drunter, die erinnern halt so ein bisschen an diese alten Prinz Eisenherz Comics, die erinnern auch, ne? Da sind wir wieder bei den Einflüssen, auch die Dynamik der Bilder erinnern sehr stark daran. Ich bin Fan. Ich neige dazu, das ist ein Ding, da sage ich, ja, alle Schwachstellen verstehe ich vollkommen, aber in dem Fall, it's not a bug, it's a feature. Natürlich ist es beliebig und bananig, aber das macht ein Kinderspiel aus. Es ist klar ein bisschen krude, es ist nicht ausbalanciert, aber das macht die Welt aus. Das ist kein Plot, das ist halt das ist die Hälfte eines Plots, das ist das Finale eines Plots, aber das macht das ist diesem kurzen Ding geschuldet. Kann man bestimmt viel weiter ausführen, aber das Comic möchte auch gar nicht viel mehr sein als eine runde Krawall im Kinderzimmer und ich stehe drauf. Ja. Marco, bitte. Ich bin ja dafür bekannt, manche Sachen halt eben ein bisschen kritischer zu sehen, weil ich halt eben auch wirklich stur durch die Erwachsenenbrille halt eben sowas dann auch betrachte und ja, für mich ist es wie so ein klassischer Fall von, es wäre mehr drin gewesen,
überspitzt gesagt, verschenktes Potenzial. Das heißt, die Story an sich mit den zwei Schwerthälften, hatte ich ja schon erwähnt, finde ich interessant. Aber wie Skeletor rangekommen ist, ging halt eben viel zu schnell. Also das wäre eigentlich eine schöne Story halt eben für einen etwas längeren Comic gewesen, wie von Eapa beispielsweise. Da hätte man das gut mit Leben füllen können. So war halt eben alles sehr kurz gehalten. Und ja gut, hat ja auch erwähnt, gut, Zeichenstil ist auch nicht unbedingt meins, aber gut, der war halt eben so. Geht ja vor allem halt eben ja um die Handlung und ja, wie gesagt, hätte ich mir insgesamt ein bisschen mehr gewünscht, dass am Ende ja Teela und He-Man also die Burg verlassen, ist für mich insoweit stimmig, weil wenn wirklich die beiden Schwerthälften die einzige Möglichkeit sind, da reinzukommen, dann ist die Burg ja offenbar per se geschützt. Es gibt offenbar keine andere Möglichkeit, sie zu erobern. Und solange He-Man jetzt der Herr über die beiden Schwerthälften ist und ihm wird sogar prophezeit, eines Tages wird er König sein, dann weiß ja auch der Geist, okay, Grayskull ist sicher, solange He-Man das Schwert hat, das ist dann in guten Händen. Also das wiederum macht für mich Sinn, ja. Ja. Aber wie gesagt, insgesamt wird es jetzt niemals einer meiner Favoriten werden. Puh. Also ich mag es auch sehr. Ich bin auch tatsächlich Fan davon. Ich kann auch verstehen, warum Simon so viele Motive aus diesen Alcala-Comics nimmt, weil sie sehr ikonisch sind und mir gefallen sie auch sehr. Und puh, ja, es wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber bei einem Mini-Comic, und die haben ja sogar noch mehr Seiten als wie jetzt diese 9 von den Origins, wo ja wirklich 4-5 Seiten oder sowas sind. 1, 2, 3, 4, 6 Seiten. Also das ist natürlich nix, da kriegst du kaum was unter. Dann machen sie das eigentlich schon sehr gut. Und das macht genau das, was es machen soll. Es zeigt uns, wie funktioniert Castle Grayskull. Es ist ein Werbecomic mit einer drumherum gestrickten, sehr einfachen Geschichte. Und wie Gunnar schon sagt, es war für Kinder, es war die Frühphase. Soweit alles in Ordnung. Aus diesem Sicht, also aus diesem Blickwinkel betrachtet, Top-Comic. Kann man nichts gegen sagen. Und am Ende noch so der Cliffhanger, eines Tages wird He-Man derjenige sein. Ist da zwar nie wieder aufgegriffen worden, weil man das Konzept durch Filmation dann halt komplett überarbeitet hatte, aber ja, da kann man nur sagen, das liest sich wirklich nicht schlecht. Es ist Action mit drin, kann man nicht wirklich viel sagen. Das passt schon. Höchstens, vielleicht kann man sagen, dass das in dem Fall kein Cliffhanger ist, sondern ein Foreshadowing. Da spricht der Geschichtenschreiber. Schön, dass du das gerade dann nochmal... ich bin ja gerne bereit, alle deine Fehler zuzugeben. Das mache ich mit liebend gerne. Ja. Hat er mich gerade gedisst? Er hat mich gedisst! Jetzt ist aber, so, jetzt machen wir aber hier einen Cut, sonst solange ich noch gut aussehe, okay, das geht auch nicht. Lassen wir das. So, in diesem Sinne sage ich einfach mal vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Minicomic, das wir besprechen. Und ja, das kommt schon in absehbarer Zeit. Und nicht vergessen, wir springen. Wir machen jetzt nicht einfach nacheinander, sondern worauf wir gerade Bock haben, ist ja auch nicht so sonderlich wichtig. Ja. Dann bleibt noch an meinen Mitstreitern, dass sie sich verabschieden und tschüss, bis dann. Marco. Ja, gerne, war wie immer so schön mit euch zu diskutieren. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht und ja, ich freue mich dann auf die nächste Minicomic-Besprechung. Seid gespannt, was euch da erwartet und bis dahin gute Reise. Ja, alles das, was die beiden gesagt haben, immer wieder schön mit euch hier sein zu dürfen. Ich bin selber genauso gespannt wie ihr, was wir als nächstes machen werden. Kann es kaum erwarten und wir bleiben bei guter Reise.